Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann. Ja, moin zusammen, liebe Freunde, es ist wieder soweit, eine neue Folge von Skagil, skaliert, agiert. Und heute habe ich wieder ein richtig gutes Fachgespräch für euch organisiert, und zwar mit einem, der nicht nur selbst Leadership lebt und kennt, sondern der auch dafür sorgt, dass andere Menschen, also andere Firmen, Interimsleader bekommen. Heute hier zu Gast von Division One, der Gründer Björn Knoto. Schön, dass du da bist. Hallo Matthias, herzlichen Dank für deine Einladung und freue mich sehr, dass ich mit dir heute das Gespräch hier führen kann und dass ich die Ehre habe, hier über Leadership und Agilität und solche Themen zu sprechen. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Ja, und ich freue mich auch, dass wir es, ich glaube, nach 1,5 Jahren geschafft haben, diesen Termin zu vereinbaren. Bei euch ist ja richtig viel los in der Branche. Du bist auch der Erfinder des grandiosen Satzes, einmal im Leben Gas geben. Was es damit auf sich hat, erfahren wir später. Aber jetzt geht es erstmal darum, ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was ist euer Portfolio? Wann kann ich mit dir arbeiten? Wann sollte ich nicht mit dir arbeiten? Was macht ihr eigentlich? Und wie erreiche ich euch, wenn ich mit euch arbeiten möchte? Okay, also Division One gegründet, du hast es gerade gesagt, habe ich selbst vor 11 Jahren das Unternehmen. Ich bin 21 Jahre in der Personalberatung und wir sind eine internationale Personalberatung, also ein Headhunter mit dem Schwerpunkt in der Vermittlung für die absoluten Top-Führungskräfte, also die ersten beiden Führungsebenen. Wir sind jetzt 11 Jahre am Markt und wir haben hier selber, du hattest gerade Interim-Management genannt, aber wir haben 4 Schwerpunkte insgesamt. Wir haben Executive Search als Vermittlung von festangestellten Managern. Dann Interim Management, das sind die freiberuflichen Manager auf Zeit in Projekte rein. Dann haben wir den dritten Bereich genannt HR Consulting bei uns. Das ist so der Beratungsarm, wo wir also Kunden beraten, wie sie Assessment Center aufbauen, wie wir führen Management Audits für die Führungskräfte durch. Oder ein großes Thema ist da im Moment Trennungsmanagement. Da unterstützen wir Kunden, die in Abbauszenarien sind, die Mitarbeiter abzubauen, übernehmen aber auch die Mitarbeiter hier und bringen die wieder in den Markt rein, also sogenanntes New Placement. Und der vierte Bereich ist das Thema Vermittlung von Beiräten in Aufsichtsräte. Und genau, das sind die 4 Services, die wir bieten. Und wir sind 35 Kollegen heute in Deutschland. Davon sind 25 hier in Stuttgart im Büro und 10 sind draußen im Feld über Deutschland verteilt für uns aktiv. Und was wir zusätzlich haben, sind meistens 30 bis 40 Interim-Manager, die für uns in unseren Projekten draußen sind. Das heißt also immer so 60, 70, 80 Mitarbeiter, Kollegen, Interim-Manager sind für uns aktiv im Markt unter unserem Namen. Und weil heute natürlich die ganze Welt ist extrem komplex und extrem international auch. Wir sind Teil der NX-Gruppe. Global NX ist ein Headhunter-Netzwerk, das hat 50 Büros in 40 Ländern, also in allen relevanten Industrieländern dieser Welt. Und da bin ich seit 3 Jahren oder fast 4 Jahren jetzt schon Präsident und entwickle NX auch weiter, also stark Expansion weiter Richtung Asien, Südamerika im Moment. Und insgesamt als Firma, als Division One in Deutschland, machen wir circa 200 Mandate und unsere Kunden, Kundensegment, sind Firmen, ich sage immer so zwischen 1.000 und 25.000 Mitarbeiter üblich, also viel MDAX, SDAX. Wir haben aber auch mit ThyssenKrupp oder Daimler 2 DAX-Unternehmen bei uns im Kundenportfolio mit drin und haben pro Jahr so 80 Kunden, die bei denen wir die Mandate platzieren. Das klingt spannend. Wenn ich jetzt aus dem Bereich erste, zweite Führungsebene bin, Interim Manager, was muss ich machen, um mit euch in Kontakt zu kommen? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ab wann bin ich sag mal sozusagen, attraktiv für euch? Mal so auszudrücken. Wie gesagt, wir arbeiten halt in den ersten 2 Führungsebenen. Von daher sind eigentlich unsere Kandidaten, also sowohl die festangestellten Executive Search
wo wir gerade sehr, sehr viele proaktive Lebensläufe zugeschickt bekommen. Aber auch im Interim-Management-Bereich arbeiten wir halt mit den sehr erfahrenen Interim-Managern zusammen oder Kandidaten, die halt in diesem Führungsebene, erste oder zweite Führungsebene in SDAX, MDAX-Unternehmen unterwegs sind. Man kommt einfach mit uns in Kontakt, man macht es über Internet, man kontaktiert uns telefonisch oder wenn es natürlich wieder Veranstaltungen sind, sind wir auch da relativ viel unterwegs und agil unterwegs. Aber so nimmt man normalerweise Kontakt mit uns auf. Aber als Headhunter ist es ja genau anders. Also wir haben ja aber die Mandate unserer Kunden. Also dann müssen wir CEOs oder CFOs oder irgendwelche Abteilungsleiter platzieren. Und dann gehen wir ganz aktiv auf Kandidaten zu und nehmen Kontakt üblicherweise auf. Das ist ja so ein bisschen das Mystische, was wir Headhunter an uns haben. Ja, dass wir die Kandidaten anrufen aus dem Nichts, die ja oft gar nicht damit rechnen, dass wir uns melden und dann versuchen, die Kandidaten zu motivieren, in einen zu unserem Mandanten zu wechseln. Ja, genau, die Mystik des Executive Search, als ich meine Ausbildung machte, 97, war von meiner damaligen Freundin der Vater, der wurde auch angerufen. Das war so ein absolutes Highlight über mehrere Abendessen hinweg. So, oh, da ruft jemand an und möchte mich abwerben. Daher kenne ich noch die Executive Search-Branche. Du bist, glaube ich, auch im DDIM-Seite, glaube ich, auch vertreten. Nicht nur in dieser internationalen Executive Search Vereinigung, sondern auch im DDIM, glaube ich, habe ich gesehen, seid ihr auch unterwegs, oder? Genau, also DDIM sind wir seit 2012 Mitglied. Wir machen fast seitdem auch die Veranstaltung hier im Südwesten für die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management organisieren wir und sind da wirklich ein sehr aktives Mitglied. Und DDIM steht halt, sind glaube ich 400 Interim Manager heute zertifiziert von dort oder da sind als Partner dort registriert. Und mit denen arbeiten wir zusammen. Also kann man empfehlen, wer im Interim-Management seine Passion gefunden hat, kann man sicher DDIM empfehlen, dass man dort teilnimmt und sich austauschen kann und ein großes Netzwerk sich arbeiten kann. Ah, super spannend. So, zurück zu dir, lieber Björn. Fangen wir einmal an. Was bedeutet denn Agilität bzw. Leadership für dich? Was sind so für dich die Eigenschaften, die du für dich auch selbst herausgearbeitet hast, in den vergangenen 20 Jahren, was hast du so gemerkt in der auch in der Entwicklung von Leadership-Fähigkeiten, was ist da passiert? Ja, gut, Agilität, ich meine, es ist ein großes Wort und ist jetzt nicht ganz, also ist, aber es ist schon, also rege sein, wendig sein, beweglich sein, also das bedeutet ja Agilität und das kann, ich sag mal, körperlich sein, das kann auf der geistigen Ebene, wo, glaube ich, insbesondere im Führungsbereich sehr, sehr viele gefragt sind. Und im beruflichen Kontext, und ich glaube, das ist jetzt insbesondere die letzten 5, 6, 7 Jahre, stelle ich so als Headhunter auch fest, ist einfach, sagen wir, die Offenheit für eine Veränderung und eine Weiterentwicklung des Unternehmens und die Arbeitsbedingungen, sagen wir, jetzt in Corona haben die sich auch dramatischer verändert. Und da zeigt sich, würde ich sagen, schon, wer ist agil, wer ist offen, also wer kann auf so eine Veränderung dann auch agieren. Und das ist sowieso interessant als Unternehmen. Da haben wir die letzten Monate ja ganz unterschiedliche Verhaltensweisen von Unternehmen gesehen. Aber natürlich auch ganz deutlich, muss man sagen, nochmal auf Mitarbeiter- oder auf Manager-Ebene. Also wer ist in der Lage, für so extreme Veränderungen, die Corona jetzt gebracht haben, dann wirklich auch agil zu verändern, sich anzupassen, neue Kompetenzen für sich selbst zu entwickeln dann auch oder sich weiterzuentwickeln, da gibt es schon große Unterschiede. Das sehen wir als Headhunter natürlich dramatisch in der Auswahl, im Auswahlprozess, wenn wir Führungskräfte neu besetzen müssen. Okay. Was waren denn so Leadership-Fähigkeiten, die, ich sag mal, jetzt nicht nur vor Corona, aber ich sag mal so bis vor 10 Jahren, was musste da so ein Interim-Manager im Leadership, was musste der da mitbringen, was war da gefragt? Ja, also ich beantworte nicht nur für Interim-Manager, sondern insgesamt. Ja, genau. Aber früher, also die vor, ich sage jetzt mal 10, 12 Jahren, würde ich sagen, war halt eine hohe Fachkompetenz immer noch stark gefragt. Und eine grundlegende Führungskompetenz brauchte man einfach. Und wenn man beides hatte, Fachkompetenz und eine grundlegende Führungskompetenz, dann kam man natürlich vor 10 Jahren, 12 Jahren in vielen Unternehmen sehr gut durch und war ja auch eher so patriarchisches Führen teilweise, selber heute auch noch ganz selten in Unternehmen, aber gab es da auch. Aber so natürlich von oben herunter delegieren und, sag mal, Vorgaben machen,
ganz stark in dem Prüfen und Checken und Kontrollieren der Mitarbeiter oder der unteren Ebenen. Das war ja so ein bisschen der alte Führungsstil. Und dieser Führungsstil hat sich ja dramatisch verändert. Also es ist ganz spannend, wenn wir in Vermittlungen heute sind, man trifft in manchen Bereichen immer noch so wirklich auf die ganz traditionellen Führungspersonen. Und es ist schon kurios zu sehen in der Welt, also dieser VUCA-Welt, also dieser Welt, die volatil, unsicher, komplex und agil ist. Das ist schon spannend, dass man dann trotzdem noch so mal die Dinosaurier in der Führung trifft. Aber die sterben definitiv und immer schneller auch aus. Also das war traditionell. Und ich würde sagen, so mal, die neuen Leader, das ist natürlich schon, also das kann ich feststellen oder meine Kollegen auch in unseren Mandaten, das ist natürlich, heute ist eine extreme Komplexität und eine extreme Schnelllebigkeit der Umgebung einfach zu spüren. Und wir stellen natürlich immer fest, dass es auch viele gibt, die sich schwer tun, sage ich, da Schritt zu halten und sich ständig weiterzuentwickeln. Und heute hat man ja Druck von allen Seiten. Also die große Komplexität, würde ich sagen, macht doch auch vielen zu schaffen. Aber man kann sich natürlich darauf vorbereiten, insbesondere wenn man auch jetzt eine jüngere Führungskraft noch ist oder in diese Richtung gehen möchte, gibt es natürlich schon Möglichkeiten. Und die Anforderungen an moderne Führungspersonen oder Führungskräfte sind natürlich ganz andere heute. Ja, genau, du hast ja gerade angesprochen, wenn ich ein jüngerer Kollege bin, die das Thema aufgreifen möchte, was muss ich dann, also was wäre so dein Tipp an dein, ich sag mal, 20-jähriges Ich vielleicht, ich will Leader werden, wie sieht da so der optimale Weg aus, sagen wir es mal so. Der optimale Weg, den gibt es wahrscheinlich nicht. Also nee, wahrscheinlich. Das ist wie bei der Kindererziehung, man muss mal Dinge ausprobieren und seine Erfahrungen sind extrem wichtig im Bereich Leadership-Führung. Aber ich würde mal darauf eingehen, so Anforderungen, die ich habe gerade genannt, was so die alte Welt war und die Anforderungen heute an so eine moderne Führungskraft ist halt wesentlich komplexer. Und da gibt es so 8, 9, 10 Punkte, die eigentlich jeder mitbringen sollte und muss. Und ich gehe mal auf ein paar Punkte ein. Mhm. Also was heute, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man einfach situativ verschiedene Rollen in der Führung annehmen kann. Das hat sich verändert. Früher habe ich Vorgaben gemacht und dann wurde es umgesetzt. Heute bin ich halt Führungskraft einmal, also gebe Leitplanken und definiere Ziele und halte die dann auch nach. Aber heute bin ich halt auch genauso der Mentor, also Begleiter. Meine Mitarbeiter muss ich mitnehmen, muss die begleiten. Und ich bin aber auch der Coach, sagen wir, schafft Bewusstsein, dass vielleicht eine Veränderung gemacht werden muss. Also ich habe verschiedenste Rollen und muss situativ heute eigentlich auf meine, sagen wir, nächste Führungsebene oder Mitarbeiter direkt eingehen. Und das ist ein Talent, das brauche ich, da brauche ich Empathie auch dafür, sagen wir, da reinzugehen. Mhm. Dann habe ich heute, muss ich beziehungsfördernd sein, also ich muss einfach in der Lage sein, empathisch zu sein. Ich muss sehen, wer passt gut zusammen in verschiedenen Teams, die ich in immer kürzeren Abständen zusammenstellen muss. Ich muss natürlich auf Mitarbeiter zugehen. Manche Mitarbeiter brauchen, ich sage immer, mehr Liebe und die muss man mal in den Arm nehmen. Und andere kann man natürlich auch direktiver führen. Und das muss ich heute rauskriegen. Also ich kann immer wie früher alle gleich führen. Dann, ja. Was ja, man, du bist ja auch noch jung, Matthias, also selber, sagen wir das. Oh, vielen Dank. dieses selbstbestimmte Arbeiten ist ja heute auch ganz wichtig. Das heißt, heute müssen wir oder müssen Freiräume geben. Corona hat es ja extrem gezeigt. Also ich sehe das bei uns. Wir haben einige Mütter mit 2, 3 Kindern bei uns. Und da brauche ich heute das Feingefühl, dass ich weiß, dass da zu Hause halt, sag mal, Stress ist einfach mit Homeschooling und allem und dann Freiheiten gebe. Also so dieses Gefühl dafür brauche ich heute auch. Mhm. Dann persönlich digitale Welt als Führungskraft, glaube ich, muss ich tief drin sein. Ich kann es nicht delegieren. Ich muss selber verstehen, welche Tools können wir nutzen, wie können wir uns digital weiterentwickeln. Und dann das andere Thema ist Rücksicht. Vorher haben wir darüber gelacht, aber heute ist es einfach so, die Work-Life-Balance, viel diskutiert, viel in der Presse darüber auch gelesen. Aber auch da, ich bin heute verantwortlich für meine Mitarbeiter, tatsächlich die Arbeitszeitmodelle rauszufinden. Ich muss überlegen, vom Gesundheitsmanagement, ich brauche ein Auge auf die Mitarbeiter, die ja insbesondere sagen wir, im psychischen Bereich, da gibt es immer mehr Probleme. Als gute Führungskraft habe ich ein Auge und sehe das frühzeitig, bevor einer einen Burnout hat, erkenne ich das heute eigentlich und gehe schon aktiv auf den Mitarbeiter zu und mache präventive Maßnahmen einfach mit ihm. Ich glaube, das ist ganz stark. Und was ich sehe, was vielen Schwierigkeiten macht, so als weiterer Punkt, die Hierarchien, sagen wir, die jüngeren
Kollegen haben da gar kein Problem mit. Die Älteren, die das anders gelernt haben, natürlich schon. Heute ist man halt eigentlich in vielen Unternehmen per Du. Man ist sehr locker miteinander unterwegs. Die Hierarchie gibt es trotzdem, aber sie ist einfach nicht mehr erkennbar. Und ein gutes Beispiel ist meine alte Firma in England. Die nenne ich da immer gern. Da war der Eigentümer. Wir waren eine 100 Millionen Umsatzfirma. Und wenn wir abends dann im Pub waren, sage ich immer, du hast nicht erkannt, wer der Eigentümer ist und wer eigentlich dann der neueste Researcher im Unternehmen war. Sondern es war einfach so, das ist Führung heute, dass man locker miteinander umgehen kann. Aber sagen wir, in den wichtigen Momenten, wenn es darauf ankommt, weiß natürlich wiederum jeder, welche Hierarchiestufe gibt und wer dann am Ende, sagen wir, die Entscheidung vielleicht treffen muss, mit dem Team zusammentreffen muss, aber auch dann verantwortet. Ja, ich weiß, ich erinnere mich noch dran, als wir haben ja, also nicht zur gleichen Zeit, aber nachher dann für dieselbe Firma gearbeitet und als dann der Eigentümer der Firma, das war immer zu Vasenzeiten, dann nach Stuttgart kam, da hing ich dann irgendwann nachts um 4 Uhr mit ihm, sagte, komm, wir gehen singen und dann hingen wir Arm in Arm in einem Pub und haben dann My Way gesungen, ne? Und das war so, der kennt sogar deinen Spitznamen und das war so, natürlich wussten wir alle, er ist der Chef und er ist auch ein harter Hund, aber auf der anderen Seite war er auch ein Kumpeltyp. Ja? Also wir müssen ja alle zusammen, wir haben ja lange und viel Stunden jeden Tag abgerissen, müssen ja alle zusammen in diesem System auch zusammen leben. Und das finde ich, ja, fand ich ein gutes Beispiel, weil das habe ich nämlich genauso erlebt. Ich habe, da kommt die Kompetenz und du hast gefragt, was braucht, aber das war natürlich die englische Lebensweise oder englische Managementstil. Ich habe ja viele Jahre in London auch gearbeitet und habe 10 Jahre insgesamt für englische Unternehmen gearbeitet. Der Managementstil unterscheidet sich natürlich nochmal fundamental vom deutschen. Also ich mag ihn persönlich sehr extrem geradlinig, sag mal, wenn er Change Management ist, werden harte Schnitte gemacht, aber eine große Klarheit, aber das, was du gesagt hast, auf der persönlichen Ebene, man hat da eine sehr starke Nähe und ich habe vorher für ein börsennotiertes englisches Unternehmen gearbeitet, da war es genauso. Es war normal, dass ich mit dem CEO oder CFO in London dann auch mal im Pub abends war oder sonst ein lockerer Umgang, war völlig normal. Das ist halt auch nochmal kulturell der Unterschied zwischen in dem Fall hier England und Deutschland. Ja, Deutschland ist ja eher so, wir trennen Job und Arbeit und da oben ist es ja eher so eine Melange aus allem. So das zerfließt ja auch. Ich glaube, das ist auch für viele so, dass manchmal auch so ein Problem, wenn sie mit anderen Kulturen zusammen sind. Aber du sagtest gerade was ganz Tolles, Björn, und zwar diese Klarheit und Transparenz auch in Change-Prozessen. Wie ist das denn auf dem deutschen Markt? Also ich bin ein großer, großer Fan von Klarheit und Transparenz und auch als ich ja unsere Wege haben sich ja auch gekreuzt, habe ja auch einmal mit dir zusammenarbeiten dürfen bei Division One in den Anfangszeiten. Ich habe immer sehr geschätzt diese Klarheit und Transparenz. Wie ist das denn aktuell auch auf dem deutschen Markt? Weil gerade so MDAX, SDAX, traditionelle Unternehmen, da wird ja auch noch gefühlt viel hinter verschlossenen Türen gemauschelt und bis zum letzten Tag, ich habe gute Kontakte auch in die Insolvenzbranche, wird dann vor allem auch versteckt gehalten. Gibt es da jetzt auch einen Change in diesem Bereich? Wie sieht das da aus? Ja, ich glaube, der Wandel ist da, aber er geht langsamer hier. Und du hast die großen Firmen genannt, da so oder so aus meiner Sicht. Bei den kleineren, wir haben viele Kunden auch Eigentümer geführt, also Sauerland hier, Schwarzwald runter, Süddeutschland. Mhm. Und ich sage mal, solange die oft Gründer oder Führungskräfte, die da mit drin sind, die halt traditioneller noch unterwegs sind, verändert sich das manchmal so in der Transparenz nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, alle, die jetzt nachkommen, die Jüngeren, alle so 40, 45 und jünger, die sind da schon offen. Man weiß, ich muss meine Mitarbeiter heute auch mitnehmen. Ich bin transparenter, wo die Firma hingeht. Sag mal, Werte, Ziele ist ein riesiges Thema, was ja auch, sag mal, in der Attraktivität eines Unternehmens auch heute viel, viel ausmacht. Heute schauen die Mitarbeiter auf andere Dinge. Es geht nicht mehr nur um Gehalt und ist der Job okay, sondern macht die Firma, hat die das richtige Produkt? Wie kommuniziert die nach außen? Steht die gut da? Mhm. Und in der Zeit von großen Krisen oder großen Problemen, ich sage jetzt mal Wirecard, die werden Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu gewinnen, weil es ethisch einfach nicht genau war. Und ich sage mal, da war halt Transparenz sogar halt nicht da und es wird sich aus, sagen wir, Recruitment-Sicht und dass sie die besten Manager gewinnen, die aus meiner Sicht werden die sich da schwer tun, weil es einfach extrem schief ging. Also da muss man heute in der Öffentlichkeit, wo alles auch relativ schnell in der Presse steht und Kununu, wo alle Mitarbeiter ihr Feedback geben können,
muss man als Unternehmen einfach ja, besser arbeiten, klarer sein, transparenter sein. Ja. Du hast gerade genannt, Restrukturierung. Wir arbeiten viel mit Restrukturierungsunternehmen zusammen. Auch also sind da in Projekten drin. Wir haben jetzt auch Insolvenzen begleitet mit Interim-Managern oder große oder schwere Restrukturierungen. Und da ist oft der Fall, dass Transparenz einfach nicht stimmt. Also viel im Finance-Bereich Unklarheit, aber viel, sagen wir mal, auch in der Kommunikation und Klarheit, sagen wir, fürs ganze Unternehmen. Aber das wird durch solche Prozesse gerade geschaffen. Also ich bin extrem überzeugt, dass sich da die nächsten 5 bis 10 Jahre noch richtig viel tun wird bei uns. Und der Druck, wie gesagt, Presse, Öffentlichkeit, Plattformen wie Kununu, die Mitarbeiter tauschen sich mehr aus, der ist da und der kommt auch in jedes Unternehmen mit rein. Ja, spannend, definitiv auch mitzubekommen. Wie gesagt, wir Agilisten sind ja ein großer Fan von Transparenz. Wenn wir dann auf Projekten sind, auch bei den Großen teilweise, dann ist das schon, ja, ist das schon nicht so schön. Ja, klasse. Siehst du, und so schnell sind 22 Minuten auch schon um, lieber Björn. Es gibt allerdings auch noch etwas, was vielleicht der ein oder andere auch noch mitgenommen hat aus den Anfangssekunden. Einmal im Leben Gas geben, das war ein Satz, der mich in meiner Zeit für die eigentliche Firma, wo wir nacheinander gearbeitet haben, bei meinem damaligen, ja, viele Grüße gehen raus an Illy, begleitet haben, einmal im Leben Gas geben, einmal im Leben. Und die haben uns gefragt, wo kommt das? Ja, das hat der Björn Knote gesagt. Ich habe dich ja persönlich kennengelernt. Das ist so ein typischer Satz, der auch zu dir passt. Aber wo kommt der her? Und vor allen Dingen, wo hast du ihn auch mal selbst gelebt oder vielleicht auch nicht gelebt und hast dich geärgert darüber? Ja, also der passt sicher zu mir. Meine Kollegen hier im Büro haben auch irgendwann gesagt gehabt, ich darf ihn jetzt nicht mehr sagen. Ja, ich glaube selber, ich stehe da dafür und da stehe ich auch dazu. Ich bin, wie du mich kennst, ich bin jemand, der schon immer, sag mal, viel arbeitet und auch, ich liebe meinen Job, auch nach 21 Jahren liebe ich es, ins Büro kommen, Kunden zu treffen, Mandate zu bekommen, ein Unternehmen zu entwickeln. Und ich glaube, das sage ich oft, dass wenn man einfach 10% mehr rein investiert in den Job und 10% freundlich ist und 10% mehr Service, das ist alles nicht viel. Das ist so einfach, herausragend zu sein im Moment an dem Markt und es besser zu machen als andere. Und daher kommt auch der Satz, gib einmal Gas in deinem Leben. Also, und ich, das muss ich jetzt leider sagen, auch die jüngere Generation, die ja, sag mal, andere Werte auch manchmal noch lebt. Also ich bin 49, so alt bin ich nun gar nicht, aber aus meiner Sicht lässt man es manchmal zu gemütlich angehen, möchte aber eine große Karriere machen. Und ich kann heute sagen, es gibt keine großen Karrieren, ohne dass man sich wirklich richtig über viele Jahre reinhängt auch. Also ich kenne da kaum jemanden, wenn man sich ein bisschen befasst mit Steve Jobs, Elon Musk und all den Topstars da draußen, dann weiß man, dass die alle extrem hart gearbeitet haben. Und daher kommt es, so der Anspruch immer, ich möchte erfolgreich sein, aber ich möchte nichts dafür tun oder wenig dafür tun oder durchschnittlich arbeiten. Das wird aus meiner Sicht nicht. Und daher kommt der Spruch, aber ich habe versucht, ihn zurückzunehmen in den letzten Jahren. Er hat mich oft begleitet, auch ehrlich gesagt, auch wenn du ihn zu mir nie gesagt hast, auch mal in schwärzeren Momenten, wo ich halt echt mal war, so hat man ja immer mal so am Boden, boah, nichts klappt und dann so, komm, einmal im Leben Gas geben, was kann denn passieren? Das ist auch nicht funktioniert. Aber du hast es dann wenigstens probiert und das, was du auch sagtest, das habe ich oft mitbekommen. Und ich habe selbst viele Mitarbeiter auch gecoacht und gementort von mir in der Unternehmensberatung und die wussten relativ schnell, wenn wir Erfolg haben wollen, dann müssen wir halt auch vielleicht auch mal 1% mehr geben, als es normalerweise auch gewünscht ist und dann kommt man halt auch weiter und das, ich sag mal, das Land, was man dann dahinter erreicht, das ist vielleicht nicht voller Oasen und tief hängenden Früchten, aber es ist definitiv lohnenswert, sich ein bisschen reinzuhängen. Sehr schön, lieber Björn. Hast du noch etwas für unsere Zuhörer, wo du sagst, das will ich unbedingt noch loswerden? Dann wäre jetzt der Zeitpunkt für dich, dieses zu tun. Ja, im Prinzip, wenn es um das Thema Führung und sowas geht, ja, einfach wer Karriere machen möchte, sollte sie planen, sollte gut überlegen, welchen Weg er oder sie natürlich auch gehen möchte. Mhm. Ich glaube, das ist bei Karrieren oft so ein bisschen Planung hindern und ja, sich reinhängen in Themen, ansonsten nie den Spaß an der Arbeit verlieren oder den Spaß am ganzen Leben verlieren. Ich sage mal, das ist, glaube ich, wichtig.
Heute auch, der Work-Life-Balance muss trotzdem auch stimmen und man muss Freude an dem ganzen Thema haben und dann kann man, glaube ich, mit Elan rein, mit Freude ran, dann gehen auch mal Tiefschläge, die gehören zu jeder Entwicklung persönlich, aber auch beruflich, die gehören einfach dazu und dann kommt man auch durch die Täler mal ganz gut durch und positiv bleiben, nach vorne schauen, es nach Regen kommt die Sonne, sage ich immer, sieht man jetzt auch in Corona, wir haben es gut überstanden, das geht nach vorne, der Markt geht nach oben, ja. Also von dem her positiv bleiben, ich glaube, das ist die wichtigste Message und von dem her möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Matthias, dass ich die Chance hatte, mit dir heute zu sprechen, hat wie immer Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen und ich wünsche dir persönlich alles Liebe und alles Gute. Vielen, vielen Dank, bleib gesund, auch für deine Mitarbeiter und auch für deine Familie. Okay, herzlichen Dank und auf bald. Bis dann, mein Lieber. Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.